Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Mönchengladbach zu Gast mit unserem Partner Interwetten, die auch Partner der Borussia sind und dürfen dort heute beim FUPA-Spiel des Jahres mit der besten Amateurelf der letzten Saison mitspielen. Und da Konsi heute leider nicht mitspielen kann, hat er sich aber einen guten Ersatz besorgt. Genau, Freunde, ich habe die Ehre, Konsi zu ersetzen. Und wie das Ganze ausgegangen ist, das seht ihr jetzt. Wir starten jetzt mit der Torwand-Challenge, ganz klassisch, drei unten, drei oben. Die besten Kandidaten dürfen dann gegen uns im Finale antreten. Boah, hi, ich bin Julian. Bin der Jan. Nico Berikhoven. Tim, 22. Christing. Tostöpisch, Spiel beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg. Mein Lieblingsessen? Pizza, Margarita. Treffer stark. Wir kommen jetzt zum Finale unserer Torwand-Challenge. Wir haben hier zum einen die beiden Finalisten aus der Gruppe 1 und aus der Gruppe 2 und schauen jetzt einfach, wer von uns sechs in einer Runde bei sechs Schüssen, drei unten, drei oben, die meisten Treffer macht und die besten zwei bekommen am Schluss auch noch einen kleinen Preis. Eins, zwei, drei. Fang ich an. So, dich. Yeah. Ja! Ui, Latte rettet, oder? Schade. 2 von 6. Wir müssen das ja am Schluss faken, dass wir gewinnen, oder? Jetzt darfst du hochschießen. Schade. Oh, stark. Junge, was geht in der Runde ab? Pff, Druck. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Zwei Gewinner. Ja. Glückwunsch. Gutes Spiel. Konkurrenz ist da. Wir müssen das Team zusammenarbeiten. Einfach beide Teams ein 3-4-3. Wir werden ansonsten einfach genießen, verletzungsfrei von aufwachen gewesen. Und der Gewinner bekommt dann noch einmal zwei Tickets für Gladbach. Also ein bisschen als Ansporn. Ihr habt es gehört, es geht los. Team 1 in weißen Trikots gegen Team 2 in den grünen Trikots. Anstoß. In den ersten Minuten direkt der erste Angriff von links außen. Der Ball wird quergelegt und kullert auch direkt rein. Der Torschütze Nummer 11, Diaz, mit dem ersten Treffer. Und das wird auf jeden Fall nicht sein letzter gewesen sein. Also ein sehr offensives Spiel. Im direkten Gegenzug
über die Nummer 13, nochmal schön quergelegt auf die Nummer 7. Aus Spitzenwinkel netzt er den rein und lässt dem Keeper keine Chance. Dennis Gühnig mit dem 1:1. Schön verteidigt, Ball zurückerobert. Nummer 4, dann wurde der Ball links außen gespielt, wieder auf die Nummer 13. Dieser mit einem Lupfer, der geht knapp über die Latte. Bandowski, das hätte auch auf jeden Fall einen Treffer verdient gehabt. Wieder Bandowski, diesmal spielt er den Torwart aus und legt den Ball sicher ins Tor rein. Das 2:1, da kann man auch als Keeper eigentlich nichts machen, stark gespielt. Jetzt wieder die Grünen über die rechte Seite. Nummer 10 spielt hier die Nummer 14 schwindlig, legt quer, wird aber geblockt. Der nächste Angriff. Wusel im 5-Meter-Raum und dann die Nummer 17 mit einem Eigentor. Da kannst du auch als Keeper eigentlich nichts machen. So einer kann auch mal reingehen. Die Leute sind natürlich nicht eingespielt, von daher auch vertretbar. Der nächste Angriff über die Nummer 11, Diaz. Mit dem 3:2. Der Mann hat auch in der Kreisliga B in seiner Liga in 27 Spielen 74 Tore geschossen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also auf jeden Fall ein waschechter Goalgetter. Hier machen sich Tammy und Tim warm. Die hoffen auf eine Einwechslung. Schuss geblockt. Nummer 8 legt nochmal nach. Wird pariert, aber Nummer 10, Liehaus, ist da und schießt. Das 3:3, auch kein Abseits, wie man auch nochmal gesehen hat. Nummer 99 aus über 30 Metern mit einem richtig starken Ball, der geht an die Querlatte. Respekt auch an die Schusstechnik, der hat auf jeden Fall das ein oder andere Freakickers-Video geschaut anscheinend. Was sagst du im Niveau? Ja, ist okay, aber ist jetzt auch nicht wirklich. Man merkt halt, dass halt eine komplett bunt gemischte Truppe ist. Halt auch bei beiden Mannschaften, die da wirklich, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um sich aufeinander einzustimmen und zu finden. Aber jetzt, wenn du reinkommst, ist alles gut. Ja, dann ist Niveau ganz unten. Wieder die Grünen mit dem Angriff. Über Diaz Nummer 11, stark durchgesetzt. Torwart blockt den ersten Schuss ab, aber der zweite geht rein. Hier sieht man auch, wieso der Mann 74 Tore und 22 Assists in der letzten Saison gemacht hat. Da kannst du als Keeper auch eigentlich nichts machen. Tammy und Tim kommen direkt rein. Tim geht in die grüne Elf, damit es auch ausgeglichen ist. Tammy schließt sich den weißen. Mal schauen, wie es beim Spielstand von 3:4 sich auf das Ergebnis und die Spielweise auswirkt. Ball wird reingeschlagen. Schön abgewehrt auf die Nummer 8. Der zieht ab, wird auf die linke Seite gelegt. Nummer 13 aus spitzen Winkel. Hat er gut reingemacht, da kann man auch eigentlich als Abwehrspieler kaum was machen. Natürlich etwas unglücklich reingegangen. Über die Nummer 9 geht es weiter, legt quer auf die Nummer 7. Dennis legt den wieder rein. Also auch hier auf der anderen Seite auch der Goalgetter. 5:4, es geht weiter. Nummer 9 legt quer auf die Nummer 7 und dieser dribbelt den Torwart sehr gut aus. CR7-Stil ausgedribbelt. Tammy bisher noch nicht so viele. Jetzt die erste Möglichkeit. 1 gegen 1 gegen Tim. Ich glaube, da wollte er den Tunneler haben. Aber ein Tim ist da zu abgeklärt. Ball wird geblockt. Wieder Gewusel im Strafraum an die Latte. Und jetzt ist die Frage, war der Ball drin? Und hier sehen es in der Wiederholung. Der Ball geht ins Tor rein. Wir gehen mit einem 6:5 in die zweite Halbzeit. Das ist halt, wie schon gesagt, halt ein bisschen vogelwild. Teilweise halt, weil beide Mannschaften, glaube ich, aus 9 Stürmern und keine Ahnung, 2 Leuten, die halbwegs verteidigen wollen, stehen. Deshalb gibt es halt auch immer ganz, ganz viele Räume für beide Mannschaften. Ja, das habe ich, glaube auch Halbzeit. Aber der Tor. Ich spiele rechts im Mittelfeld beim 3-4-3, also etwas schwierig. Aber ich glaube auch, also ich weiß gar nicht, steht es zur Halbzeit 6:5 oder so irgendwie. Also vogelwildes Spiel, schönes Eishockey-Ergebnis. Hey, Tammy wollte mir ein Bein nicht drücken. Ja, hat er bekommen. Und wenn er noch einen Schritt weiter kommt, wäre jetzt doppelt. Zurück zu euch, Jungs. Jetzt fangen wir an, mal ein bisschen was zu machen. Ich wollte den tunneln, aber. Mein Weiß, ich habe halt so ein gutes Herz, deswegen. Ich habe ihn gesehen und dann tat er mir leid.
Weil ich habe die Szene, wo ich den Tunnel schon im Kopf gehabt habe. Da müssen mehr Läufe kommen, glaube ich. Komm jetzt. Ich überrasche ihn noch. Erstmal ein bisschen langsam und dann kommt der. Da wird er aber jetzt Gas geben. Ja. Tammy, mit der Ansage, dass mehr Läufe kommen werden in der zweiten Halbzeit, sind wir auf jeden Fall gespannt. Anstoß, Kühne 11. Da rollt schon wieder der D-Zug. Tammy mit seinem ersten Anlauf. Linke Seite geht da durch. Dann wartet der. Schöner Steckpass auf die Nummer 7. Dieser dribbelt wieder den Torwart aus und setzt einen zum 7:5. Auch gut durchgegangen. Schöner Pass von Tammy. Starkes Tackling, aber ich weiß nicht, ob es ein Foul war. Tammy läuft extrem gut aus der eigenen Hälfte durch. Geht nach links am Abwehrspieler vorbei und mit einem extrem guten Abschluss an den Pfosten. Da kann es als Keeper nichts machen mit seinem ersten Treffer. Auf jeden Fall schon sehenswert. Der zweite Lauf wieder robbenmäßig. Und diesmal leider mit etwas Pech, mit dem linken abgeschlossen, rechts an den Pfosten und ins Aus. Das sind die Räume, die man Tammy nicht geben darf, denn mit seiner linken Klebe ist er extrem gut dabei. Ah, meiner, zu viel. Wieder der nächste Angriff, Nummer 9, legt nochmal quer auf die Nummer 7 und Dennis, ich glaube, mit seinem vierten Treffer, Respekt. Der nächste Angriff rollt über die Nummer 9, wird geblockt. Nummer 7 legt nochmal quer. Auf Bandowski Nummer 13 und dann die Nummer 99 Frohn mit dem Treffer. Sehenswert. Jetzt auf der rechten Seite lässt Tammy dem Angreifer zu viel Platz. Dieser legt quer auf die Nummer 7 und die Nummer 7 mit dem 6:10 kann nochmal verkürzen. Die Nummer 9 Morio über links und mit dem linken Fuß. Ein sehenswerter Treffer. Starkes Ding, kann man als Keeper nichts machen. Tammy fordert jetzt den Ball, geht am ersten Abwehrspieler vorbei, zieht in die Mitte und schießt einfach aus 30 Metern. Sehenswerter Treffer und für mich wahrscheinlich auch der schönste Treffer des Tages. Kann man auch sich nochmal in der Wiederholung anschauen. Pass auf die Nummer 34, dieser im Laufduell gewinnt es für sich und in die linke Ecke zum Abschluss. Zum finalen Ergebnis, Endstand 13:6. Torreiches Spiel und ich denke mal auch ein interessantes Spiel für den Zuschauer mit einem eindeutigen Gewinner. Was sagst du zum Tor? Tor? Was soll ich sagen? Tammy. Schwer. Schwer. Mit einem Wort schwer. Schwierig, ne? Jetzt ab jetzt immer die Frau. Ich? Oder Außen. Kann ich Wir haben eine Truppe aus, keine Ahnung, 11 Stürmern. Und das hast du halt auch gemerkt, weil irgendwie gefühlt Mittelfeld nicht vorhanden. Egal, viel Spaß. Ja, trotzdem, ich kenne Tickets gewonnen. Ja, Leute, Spiel ist rum, ihr habt es gesehen. Richtig offensive Partie, Haufen Tore gefallen. Ich glaube am Ende 13:6 für Tammys Team oder so. Also wirklich wilde Partie. Aber meiner Meinung nach Tammy, Tor des Tages. Danke. Props auf jeden Fall dafür. Ich würde auf jeden Fall sagen, ihr schreibt in den Kommentaren, wer für euch Spieler des Tages war, abgesehen von meinem schönen Tor. Und an Interwetten geht auf jeden Fall noch ein Riesendank raus, dass wir hier beim Spiel des Jahres von FUPA mit dabei sein durften. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.